sehr schön 2 Kilometer irgendwas Cooles hier, was ich gebrauchen kann. Okay, Kleinschein ist gut. Für die Bonbons. Sehr schön. Oh, ich habe jetzt 19. Okay, den mache ich erstmal. So, zu Hause geht noch das 2 Kilometer ja auf. Irgendwas Gutes drin. Gutes, Gutes. Und. Oh, schon wieder Kleinstein. Hä? Was soll das denn? Okay. Behalte ich auch erstmal. So, 5 Kilometer. Ey. Irgendwas Cooles. Ich brauche immer irgendwas Cooles, ne? Und. Magnetilo, okay. Pusht meine Stahlmedaille, aber sonst nicht zu gebrauchen, aber behalte ich erstmal. So Leute, ich versuche das Köpsel zu fangen und sag euch, dass ich jetzt morgen ein Video zum neuen Event mache, zu dem Wasserfall-Event und los Köpsel. Später, wenn ich ein neues Pokémon finde, erzähle ich euch ein bisschen noch mehr darüber, was da passiert, weil dieses Köpsel lässt sich ja schnell fangen. Und ja, das soll um 21 Uhr starten heute, deswegen kann ich erst morgen ein Video dazu machen. Aber jetzt 3 Stunden noch zu warten, das ist einfach zu hart und den verschicke ich natürlich. So, nehmen wir diese Lampi noch mit. So, ja, das war Wasserfall-Event. Was ist das überhaupt? Oh, der ist ganz okay. Ja, da sollen angeblich Carpados, Garados, Kalimani, Tyrakrok, Impagator, Lapras, Shigi, Shilok und Turtok öfters auftauchen. Und das soll, wie gesagt, um 21 Uhr heute Abend losgehen bei uns. Und das Lampi habe ich gefangen. Aber den verschicke ich. Und da ist auch schon Carpador. Die gibt es immer wieder ziemlich häufig, Carpador. Und, oh, der ist stark. Die Bären verwaschen aber. Und los, Pokéball. Ja, Carpador gibt es ziemlich häufig, aber ich habe noch kein wildes Garados gesehen. Und angeblich soll auch, wo viel Wasser ist, also wo viele Wasser-Pokémon kommen, auch ein Lapras auftauchen, was ich auch noch nie wild gesehen habe. Habe erst 2 aus Eiern bekommen. Den kann ich aber verschicken. Und Goldini nehmen wir auch noch mit, damit ich noch ein bisschen weiter erzählen kann. Weil, okay, das ist schwach. Ja, das ist natürlich, das Event ist in dem Sinne gut für die, die nicht so viele Carpados haben. Aber für mich ist es halt wegen Kalimani und so gut, weil das taucht bei mir nicht auf. Shigi ist bei mir auch ziemlich häufig, das fange ich ja regelmäßig. Aber halt Kalimani auch kein einziges Mal gesehen und auch die Weiterentwicklung nicht. Da muss ich auf jeden Fall dann Bonbons farmen, damit ich das auch mal endlich entwickeln kann. Und den verschicken wir natürlich auch. So, das ist der nächste Carpador. Wie gesagt, hier an der Stelle ist so ein Wanderweg am Fluss der Nias. Da gibt es viele Carpados und Wasser-Pokémon. Das ist halt für mich ein Paradies. Hab extra, weil ich dachte zu Ostern, oh Scheiße, nicht getroffen, kommt ein Event, wo man die halben Bonbons braucht, um Pokémon zu entwickeln oder sonst irgendwas. Weil die haben ja gesagt, damals irgendwie Save Your Candies. Da haben die wohl anscheinend getrollt. Deswegen habe ich jetzt 400 Garados-Bonbons gesammelt. Garados-Bonbons sag ich schon. Carpador-Bonbons gesammelt, damit ich mir 2 Garados machen kann. Aber die Mühe war umsonst, weil jetzt kommen sie auch noch häufiger als eh schon bei mir. Und den verschicke ich. Ja, Remoraid ist auch noch ganz interessant. Aber den braucht man ja nicht so unbedingt. Oh, das ist auch ganz schwach. Komm schon. Und Pokéball. Ja, wie gesagt, ich denke mal, ich habe das Wichtigste jetzt zum Event gesagt. Und ich werde auch morgen dann direkt mal rausgehen, nach der Arbeit ein cooles Video raushauen. Ich hoffe, ich finde einige coole Pokémon. Und ja, den verschicke ich. Oh, cool, Fleckmon. Auch lange nicht mehr gesehen, Fleckmon. Können wir direkt mal mitnehmen. Und der ist heftig. Ach, und noch was. Also Himbeere und Pokéball sollte ja wohl reichen. Gehe ich mal von aus. Und los, Pokéball. Nicht so gut getroffen, aber egal. Sollte doch eigentlich reichen. Und ich hoffe, ich finde endlich einen Kingstein. Also neue, also habe ich auch gelesen, gibt ein neues Update. Der soll am jedem 7. Tag, wenn man den Pokéstop 7 mal gedreht hat, ein Entwicklungsitem rauskommen. Und das wäre natürlich mega nice. Und den behalte ich erstmal. Und noch mehr Carpador. Komm schon, Carpador. Sei brav und bleib drin. Und Pokéball. Ah, nicht getroffen. So schlimm. Los, euer Versuch. Und Carpador. Bleib im Pokéball drin. Und gut. Okay.
dich verschicken wir. Und Merrill. Den brauchen wir auch noch. Okay. Wasserfee. Mit 200 noch was. Huckeball. Ja, der ist auch relativ selten bei mir. So in der Sicht. Okay. Und. Drauf. Und. Gefangen. Den behalte ich aber erstmal. Man weiß ja nie, wofür man den noch gebrauchen kann. Ja, behalten. Das darf doch nicht wahr sein. Dann gehe ich in der Hoffnung nicht raus. Also ich gehe schon raus, weil ich hoffe, dass ich was Gutes zu finden, aber dass ich jetzt sowas Heftiges finde, war ja irgendwie nicht zu erwarten, weil die letzten Tage ist nur Scheiß gekommen. Und jetzt so ein starkes Artillerie, da muss ich natürlich Hyperball werfen und ihn eintüten. Und kriege ich ihn gefangen oder nicht? Ah, ja, okay. Sehr schön. Wieder ein heftiges Pokémon gefangen. Jetzt muss er nur noch gut attacken können. Aquaknarak, weil Welle behalte ich erstmal.